Grüße. Und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 12.03.2021, einen Freitag. So, dann wollen wir mal sehen, was dieser Freitag für uns bringt, so startend das Wochenende. Was für Energien wir erwarten dürfen und vielleicht wo wir auf Obacht geben sollten, dürfen, möchten. Wir haben Lösungen. Lösungen sind immer gut, finde ich, ganz klasse. Für oder mit Begegnungen, finde ich auch gut. Sehr bald, hoppala. In der Arbeit, okay. Also hier finden praktisch die arbeitende Gesellschaft, was ist denn mit Zauberstab hier, mit der arbeitenden Gesellschaft, die finden eine Lösung mit diesen Begegnungen. Kann mir jetzt also rein als Selbstständiger vorstellen, mit diesen Klick, Anrufen, Termineingabe, Krampf, dass sich das ändern wird, weil das Blödsinn ist. Aber das werden, ich vermute, dass die arbeitende Bevölkerung das irgendwie für sich lösen. Ich glaube nicht, dass die Regierung das löst, aber wir werden sehen. Da kommt jetzt, ja, jeder findet für sich da irgendwie eine Lösung, ein kleines Schlupfloch, eine Möglichkeit, das besser zu machen. Schauen wir mal. Okay, Energielösung. Bald mit Freund. Ja, Begegnung und Spaß feiern. Also das geht über die Arbeit hinaus. Das geht weit über die Arbeit hinaus. Das geht ums Leben. Weil hier ist alles. Hier ist Energie, hier sind Freunde, hier ist Familie und hier ist Feiern. Also alles. Das heißt, für all diese Begegnungen in der Arbeit, in der Familie, mit Freunden und beim Feiern finden wir sehr bald eine Lösung. Und das hat mit Energien zu tun. Das heißt also, wir bekommen energetisch eine Lösung, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, wenn das so ist, dass sich die Welt erhöht, also die Schwingungen erhöhen und so weiter, kriegen wir durch diese neuen Schwingungen, diese erhöhten Energien, automatisch Lösungen, durch das, dass wir ja automatisch auch höher kommen und einfach bewusster und empfänglicher werden für solche Lösungen, sage ich jetzt mal so. Also das betrifft hier alles. Und bald ist wirklich bald. Also für Tagesenergie ist bald jetzt schlecht, weil dann zirkt es, aber es zirkt es sowieso. Also ich sage jetzt 5 Tage, wenn bald dabei steht. 5 Tage rauf, runter sollten sich Lösungen ergeben. Schauen wir mal hier, ja, die man blockieren will, man will uns als Kollektiv blockieren und es regt uns tierisch auf und wir lassen es uns nicht mehr nehmen. Oh, das finde ich sehr gut. Also wir sehen jetzt diesen Reichtum wieder, den wir sehr lange vermisst haben, eben mit Begegnungen, mit Feiern, Spaß, Familie und so weiter. Weil jetzt haben wir ja gewisse Lockerungen und auch die eingefleischten Gläubigen an diese Regierung sehen und bemerken jetzt, was ihnen alles gefehlt hat. Und das will man hier wieder blockieren und das lassen wir uns aber nicht mehr blockieren. Aber finde ich eine schöne Lösung, weil durch dieses Wiedergewinnen einer ganz normalen Sache und die noch eingeschränkt ist, erkennen jetzt auch die bravsten Menschen, dass es so nicht geht und das ist gut. Dass das hier, diese Begegnung und ob jetzt in der Arbeit, in der Familie, beim Feiern, richtig wichtig und einen wirklich reich macht, reich am Leben macht, das erkennen wir jetzt. Und dann kommen diese Blockaden, kommen zwar wieder, aber wir lassen es uns einfach nicht mehr gefallen, dass das. Die Blockaden kommen bald, aber das Kollektiv sagt, nicht, nicht mehr. Finde ich gut, wird sich rausstellen, ist auch mein Gefühl, das ich habe, dass die Leute sagen, nein, wir lassen uns einfach nicht mehr so gängeln, weil wir jetzt durch diese winzige Lockerung, die sie uns zugestanden haben, wo ich das schon Frechheit finde, hallo, es ist mein Menschenrecht, frei zu sein, aber naja, okay, merken jetzt alle, was uns wirklich abgegangen ist, welchen Reichtum wir vermisst haben. Und dann passiert das nicht mehr in dem Sinne, nicht mehr so fest, nicht mehr so schnell, das geht gar nicht mehr. Sehr schöne Energie, finde ich gut. Haben wir natürlich zu kämpfen, ganz klar. Müssen wir uns darüber aufregen? Haben wir Probleme? Ja. Aber das schaut wirklich gut aus. Schaut wirklich gut aus, dass jetzt auch der letzte brave Bürger sagt, lass ich mir nicht mehr nehmen. Sehr schön. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Habe die Ehre.